Hier ist die agentenstarke, high-tech geladene, supergeheime Lego News Show. Und hier ist der Mann, vor dem die Schurken zittern. Aber nur, wenn es kalt ist. Dan Brickman! Hallöchen, Leute. Schön, dass ihr bei unserer 7. Lego News Show dabei seid. Wir haben wieder jede Menge spannende Themen für euch. Und außerdem eine ganz besondere Mach-Mit-Aktion. Wow, wo hast du das denn her? Das ist ein Geschenk von den Lego Ultra Agents. Damit jagen diese Top-Agenten die Gauner in Astor City. Wahnsinn! Und damit ihr auch Bescheid wisst, die Lego Ultra Agents sind eine brandneue Agenteneinheit. Hier ist volle Action geboten, denn diese Jungs haben alles, was Agenten für spannende Missionen brauchen. Coole Fahrzeuge, raffinierte technische Spielereien und abgefahrene Funktionen. Und? Uns als Unterstützung, denn in unserer letzten Mach-Mit-Aktion habt ihr abgestimmt, dass wir die Agenten besuchen sollen. Und genau das haben wir auch getan. Willkommen bei den Ultra-Agents. Ich bin Agent Fury. Und das ist unsere mobile Einsatzzentrale. Unser hochmoderner Truck ist mit der besten Technik ausgestattet. Interessant. Damit schnappen wir auch die schlimmsten Schurken in 0, nichts. Ach wirklich? So wie den fiesen Terabyte. Das ist so cool, Helm. Der gerade in unserer absolut ausbruchssicheren Gefängniszelle einsetzt. Tatsächlich. Und wofür ist der Hebel? Hey, nein, Finger weg. Ich kann Karate. Mag nichts. Ich kann Fliege. Sitz ich. Helen, hast du etwa noch ein Geschenk von den Ultra Agents bekommen? Viel besser. Einen Geheimtipp. Es gibt nämlich sogar eine spannende Lego Ultra Agents App. In diesem animierten Comic könnt ihr die Missionen der Ultra Agents nicht nur erleben, sondern selbst mitmachen. Taucht in faszinierende Abenteuer ein, tretet gegen die fiesesten Gegner an und helft den Ultra Agents bei ihren streng geheimen Aufträgen. Die App ist natürlich kostenlos. Die müsst ihr euch einfach holen. Kommen wir zu unserem nächsten Thema. Liebe Fans, wir haben heute ganz besonderen Besuch. Einen donnernden Applaus für Max vom Lego Club. Max, als Reporter im Lego Club bist du ständig unterwegs. Da erlebst du bestimmt eine ganze Menge, oder? Ja, denn ich möchte, dass unsere Clubmitglieder immer das Neueste aus der Lego-Welt erfahren. Deshalb bin ich immer da, wo es spannend ist und erlebe auch ganz schön verrückte Abenteuer. Verrückte Abenteuer erlebe ich auch. So? Ich habe in Chima dem Löwenvolk aus der Patsche geholfen. Ich auch. Und ich war in der Hero Factory. Ich auch. Ich habe schon viele Verbrecher geschnappt. Ich auch. Aber zum Glück waren die meisten ziemlich blöd. Ich auch. Meine Abenteuer könnt ihr übrigens im Lego-Club erleben. Und wenn ihr noch nicht Mitglied seid, meldet euch unbedingt an. Es ist kostenlos. Ihr erhaltet dann 5-mal im Jahr das Club-Magazin. Mit tollen Reportagen, Rätseln und Comics. Stimmt, Helen. Danke. Also, ich muss jetzt los zu meinem nächsten Abenteuer. Macht's gut. Max ist wirklich spitze. Achtung! Genau wie unser nächstes Thema, Lego Star Wars.
Es wird ernst für die Rebellen, denn das Imperium hat den neuen, mächtigen Imperial Star Destroyer. Film ab! Neu von Lego Star Wars. Die Rebellen greifen an. Schnell den Star Destroyer bauen, die Kanonen ausrichten und los geht's! Machen Sie sich bereit, Commander. Kannst du die Rebellen besiegen? Die neuen Sets von Lego Star Wars. Mehr Informationen findest du auf lego.com/Star Wars. Ziemlich cool. Aber neben dem Imperial Star Destroyer und dem B-Wing gibt es noch viel mehr für euch zu entdecken. Zum Beispiel aufregende Online-Spiele, tolle Downloads und ständig neue Minimovies. Klickt gleich auf lego.com und erfahrt alles über das Lego Star Wars Universum. Hier gibt es auch das Force-O-Meter. Damit könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr auf der dunklen oder auf der hellen Seite der Macht steht. Also ich wäre ja auf der dunklen Seite, weil ich in Schwarz einfach umwerfen... Boah, was ist das? Tja, Dan, das ist unser Top-Thema, beziehungsweise ein Teil davon. Ein Reifen des neuen Lego-Technik Volvo L350F Radladers. Das ist das gigantischste Modell des Jahres. Präsentiert von dem Mann, der sich mit Technik auskennt. Professor Eierbirn. Der Radlader ist ein gigantisches, elektrisch fernbedienbares Modell. Er ist seinem echten Vorbild, dem Volvo L350F, bis ins Detail nachgebildet. Das Modell ist beeindruckende 58 cm lang. Das ist so lang wie 12-mal Dan Brickman mit Stöckelschuhen. Der Radlader ist faszinierende 38 cm hoch. Genauso wie 8 Dan Brickmans, die einen Hut tragen. Was? Und dieses Fahrzeug hat auch ein eindrucksvolles Gewicht. Er wiegt mehr als 2 Kilo. Das ist so viel wie ein Dan Brickman, der zu viele Speckknödel gegessen hat. Hey! Allein die Schaufel des Modells ist das größte Lego-Technik-Element aller Zeiten. Und sie kann bis zu 1 Kilogramm heben. Sicher, Dickmann, Sie sind dafür allerdings zu schwer. Das wird Ihnen leid tun, Eierbirn. Tja, dieser Volvo L350F-Radlader ist unter den Lego-Technik-Modellen wirklich ein Highlight. Na, hat Ihnen meine anschauliche Vorstellung des neuen Lego-Technik-Radladers gefallen, Herr Dickmann? Ja, Professor. Aber Sie haben was vergessen. Hm? Der Radlader hat über 1600 Einzelteile. So wie Sie, Oha. Wenn ich mit Ihnen fertig bin. Ich muss weg. Ganz ruhig, Dan. Freu dich lieber. Es ist Zeit für Mach mit. Dafür haben wir uns doch was Besonderes ausgedacht. Ja, stimmt. Liebe Lego-Fans, heute sollt ihr nicht abstimmen, sondern dichten. Und zwar einen coolen Titelsong für die Lego-News-Show. Ob Hip-Hop oder Schlager, schreibt einen kurzen Liedtext und stellt ihn ins Forum. Dan und ich werden einen auswählen und ihn euch das nächste Mal vorsingen. Oh, mir ist so wunderbar, denn mein schönster Traum wird wahr. Die News-Show mit Dan Brickman fängt jetzt endlich an. Das könnt ihr sicher besser, Leute. Also macht mit und schreibt einen Songtext ins Forum. Und mit etwas Glück hört ihr euer Lied dann in der nächsten Show, Ende September. Tschüss! Psst, dranbleiben. Ich hab noch was für euch. Ich bin's nochmal. Unter diesen Links findet ihr noch spannende Informationen zu unseren Themen. Also, klickt rein. Und ich hab noch einen Vorschlag. Yeah! Aha, aha, aha. Die Lego News Show fängt jetzt an. Mit dem coolen Oberchecker Dan Brickman. Sing Dan, Dan, ich bin dein Fan. Dan, Dan, ich bin dein Fan. Bin dein Fan, Dan, yeah. Bin dein Fan. Dan, was machst du? Ach, nichts. Hehehehe